Und dann komme ich hier jetzt einfach rein. Juliane. Wir sind uns hier noch etwas uneinig, aber gut, schaffen wir. Wir wollen jetzt in die Diskussion rein, wie ja schon dreimal angekündigt. Und wir wollen nochmal einfach die Runde durchgehen. Wer was dazu sagen möchte, kann sich natürlich melden. Daniel sagt, er hätte dazu aktuell was zu sagen, zum Manifest und überhaupt zur... fang einfach mal an. Ja, also der Punkt, ich habe mir die Montagsdemos natürlich angeschaut, der Punkt, wegen dem ich dieser ganzen Veranstaltung sehr kritisch gegenüberstehe, ist die Wortwahl. Wir haben es vorhin im Manifest gehört, die war durchaus bildreich und all das, was in diesem Manifest gesagt wird, ist zunächst erst einmal wahr. Das kann niemand leugnen, dass es Dinge anspricht, die wir in der Gesellschaft als Fehlentwicklung sehen. Das sind Dinge, wo man sich dringend drum kümmern muss, wo die Menschen dringend quasi eine Gegenrichtung einsteuern müssen. Mir ist aber aufgefallen, dass die Sprachwahl sich nicht dazu eignet, Menschen jetzt wirklich zu aktivieren, sondern es ist eher so, dass mit Angst gearbeitet wird, dass man immer wieder auf diesen Panikknopf drückt. Vor was habt ihr Angst? Genau, ihr habt berechtigterweise Angst. Vor was habt, was stößt euch ab? Also das sind diese Formulierungen wie Krebs, der dann auf einmal im Bankensystem zu finden ist oder im Wirtschaftssystem. Es werden immer wieder Dinge miteinander verknüpft. Und es kommt aber keine positive Handlungsaufforderung in Form von geht zu euren Politikern, nehmt sie in die Verantwortung. Und wenn ich mir so das Publikum anschaue, ich weiß nicht, wie politisch diese ganzen Menschen sind, aber wir haben eine hohe Anzahl von Nichtwählern, die wir nicht zu den Wahlen bewegen können. Und wenn die sich jetzt bei Montagsdemos wiederfinden, weil sie dort bestätigt bekommen, ja, euer Frust ist gerechtfertigt, dann ändern wir auch am bestehenden System nichts. Und das bestehende System ist derzeit durch die Fehlentwicklung, wie bei den Montagsdemos richtig aufgezeigt wird, durch das Wahlverhalten der deutschen Bürger ziemlich zementiert. Die Gewohnheitswähler sorgen dafür, dass wir die großen Parteien an der Macht haben und an der Macht behalten und dass die Parteien, die sich wirklich den Themen widmen, die Montagsdemos da aufwerfen, darum kämpfen müssen, überhaupt Redezeit im Bundestag zu haben. Und wer dann eben es nicht schafft, durch sein Verhalten und durch die Reden, die gemacht werden, die Menschen wieder zum Wählen zu animieren und auch zu Themen zu animieren und sie wirklich nur in ihrem Trauma bestätigt, in ihrer Gekränktheit, die natürlich da ist, die natürlich zu Recht da ist, der verändert aber nichts. Und die Frage ist, wie häufig wird das gemacht, wie häufig bestätige ich die Leute in ihrem Trauma, in ihrem Frust und zu was fordere ich sie danach auf? Ja, das ist aber, glaube ich, auch so das grundsätzliche Problem der politischen Ausdrucksform Demonstration schlechthin. Weil wenn man sich anguckt, welche Demonstrationen in der Vergangenheit erfolgreich gewesen sind oder viele Leute auf die Straße gebracht haben, mal angefangen von den Demonstrationen im Bonner Hofgarten gegen den Doppelbeschluss und die Nachrüstung, dann über die Montagsdemonstrationen in der DDR, und dann später die Montagsdemonstrationen gegen das Hartz-IV-Regime, die Hartz-IV-Gesetzgebung, die haben alle ein identitätsstiftendes Element, und das ist gegen etwas zu sein, gegen die Wiederbewaffnung, gegen die SED-Einparteienherrschaft, gegen den Erlass von kujonierenden Gesetzen. Eine Demonstration ist meistens auch gar nicht in der Lage, weil sie ja ganz besonders viele Leute auf die Straße bringen soll, etwas Positives zu formulieren. Das müsste normalerweise daraus erst folgen. Daraus, dass man auf der Demonstration irgendetwas erfährt, womit man sich beschäftigen möchte. Und da fand ich das jetzt beispielsweise bei dem Manifest schon etwas merkwürdig, dass es ja eigentlich eine Diskussion, die wir heute auch führen wollen, über das bedingungslose Grundeinkommen vielleicht anstoßen sollte. Auf der letzten Seite steht dann ja, womit ich mich solidarisiere. Das ist dann so wie jetzt ein ganz fetter Doppelpunkt und dann folgt da nichts mehr. Weil es geht ja ursprünglich mal aus von dem Begriff Solidarität und kritisiert etwas, was meiner Ansicht nach gar nicht existiert, nämlich die Forderung von Politikern an die Arbeitslosen, die Erwerbslosen, sich mit den Erwerbsarbeitenden zu solidarisieren. Ich kenne aber ganz andere Sprüche. Ich kenne die Sprüche, dass die Erwerbslosen keine
Anspruchshaltung haben sollen. Die Erwerbslosen sind möglicherweise der Auffassung, sie hätten mehr verdient oder ein Recht auf mehr, als ihnen zugebilligt wird. Das wird zurückgewiesen. Es wird aber relativ wenig darüber erzählt, wie sie da im Verhältnis zu den Erwerbsarbeitenden stehen. Im Gegenteil, es wird den Erwerbsarbeitenden noch gesagt, ihr dürft stolz auf euch sein, dass ihr Erwerbsarbeit habt, weil ihr seid auf jeden Fall besser dran als die Erwerbslosen und das ist auch richtig so. Das heißt also, die normale politische Ansprache an Erwerbslose und Erwerbsarbeitende ist jeweils eine punktuelle und hat überhaupt nichts mit Solidarisierung zu tun. Also da ist gar keine Forderung, also jetzt nicht aus meiner Partei, sondern aus anderen Parteien, dass sich diese beiden Gruppen solidarisieren sollen. Das heißt also, es geht aus von einer Unterstellung, die meiner Ansicht nach nicht der Realität entspricht und macht dann am Schluss eine Form von Solidarität auf, die offenbar nur so nicht heißen soll. Also die Erkenntnis, dass wir alle die gleichen Bedürfnisse haben und dass wir eine geistige Weite uns erarbeiten sollen, das ist das, womit ich mich solidarisiere. Das ist eine andere Form, auf das Wort Solidarität hinzukommen, aber es ist quasi ein Widerspruch, es macht einen Widerspruch auf, der nicht da ist. Das Gleiche ist beispielsweise, das hat Daniel auch ganz richtig gesagt, diese ganzen Sachen sind richtig, diese ganzen Sachen sind wahr, sie sind schlimm. Da steht dann aber beispielsweise auch drin, dass die Mainstream-Medien ausschließlich die Lüge transportieren. Aber alle diese Sachverhalte, alle diese Notstände, alle diese Missstände sind durchaus auch über Mainstream-Medien erfahrbar. Deswegen sind sie uns ja so bewusst. Deswegen wissen wir ja beispielsweise, wie die Arbeitsbedingungen in Bangladesch sind. Deswegen wissen wir, wie das ist, wenn in einem verstrahlten Gebiet wie unter Tschernobyl Säuglinge geboren werden. Das wissen wir alles auch über Mainstream-Medien und deswegen ist die Verzweiflung so groß. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass man aus dieser Verzweiflung heraus Positives und Kreatives, also beispielsweise Ziele wie das bedingungslose Grundeinkommen formuliert oder hier in diesem konkreten Fall das Ziel, sofortige Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine zu fordern. Also das sind schon positive Ziele, für die man sich einsetzen kann und von daher ist es relativ wichtig, auch das genau in den Blick zu nehmen, womit man sich jeweils beschäftigt. Jetzt in einer der Schaltpausen hatte hier gerade Michael gesagt, die Linke würde eigentlich die gesamten Missstände subsumieren unter dem einen Begriff, das ist der Kapitalismus und der muss überwunden werden. Ja, so ist es, aber damit haben wir es beispielsweise nichts zu tun, weil da sind alle handelnden Parteien kapitalistische Parteien. Das heißt also, über die Systemfrage, die Wirtschaftssystemfrage wird da überhaupt nicht gefochten, sondern da wird um Einflusssphären gefochten und da wird um verschiedene Gruppierungen, die aber alle dasselbe verfolgen, nämlich einen möglichst großen Vorteil im Rahmen einer kapitalistischen Wirtschaftsweise für sich rauszuschlagen. Und mit anderen Worten kann man also anhand der Ukraine-Krise eigentlich über die Wirtschaftssystematik gar nicht reden. Das meine ich nämlich auch und da hätte ich jetzt an Maurice, wenn du mal so nett bist, der ja, ich hörte schon häufiger bei den Montagsmorgenwachen, warst du schon häufig? Ja, ich bin ja regelmäßig. Okay, ich war einmal da und kann da jetzt eben dann nicht so sachlich drüber reden. Ich bin dann auch relativ schnell wieder gegangen, weil es mir nicht so zugesagt hat. Aber ich würde doch gern von dir wissen, inwiefern, weil es nennt sich ja Friedensmahnwache, inwiefern wird denn da überhaupt aufgefordert, für den Frieden aktiv zu werden? Also was ich da gehört habe an dem Tag, wo ich da war, da wurden wie in dem Manifest, wurden die Leute mit Angstbildern bombardiert und, ja, und wurden so aufgepeitscht oder so aufgewühlt, wurden dann da, ich sage jetzt mal, allein gelassen, ohne... ja, und das war so mein Eindruck. Ja. Oder hast du da einen anderen Eindruck gewonnen? Ja, also ich habe da einen völlig anderen Eindruck. Also ich bin auch sehr dafür, dass wir genau Sprache analysieren. Und wenn ich zum Beispiel schaue, wie jetzt Herr Ostertag in der Anmoderation beziehungsweise in seinem ersten Beitrag so nonchalant nebenbei von der Verquickung, dass die Väter an allem schuld sei. Also es gibt einfach mehrere Vorwürfe, die im Raum stehen. Vielleicht kann er das auch gerne nochmal wiederholen, beziehungsweise es gibt Dinge, die zum Beispiel gegen Herrn Mehrholz erhoben werden, unter anderem, dass er zugespitzt gesagt hat, dass die Väter an allem schuld seien. Die Tatsache, dass man dann in einem zweiten Schritt, die Tatsache, dass die FED durchaus, wenn man systemisch betrachtet, ein ganz wichtiger Teil dieses Wirtschaftssystems bzw. des Geldsystems ist, dann finde ich es schon sehr, sehr wichtig, das auch zu ernennen. Es ist zugespitzt, das gebe ich zu. Und es trifft auch sozusagen wie eine Schlagzeile natürlich nicht die ganze Wahrheit, aber zeigt systemisch auf, dass da im System
was nicht stimmt. Und wenn Sie behaupten, dass dann dadurch eine Nähe oder ein Gedankentransfer stattfindet, dass man dann nur die Rothschilds zu erschießen oder zu töten hätte oder die Leute zu beseitigen hätte, dass dann das Problem gelöst wird, das verkennt einfach prinzipiell, glaube ich, das systemische Verstehen von, also ich möchte es vielleicht an Beispiel erklären. Wenn wir uns vorstellen, Krebs, das kam ja auch eben dieser Begriff, die Begrifflichkeit der Angstmache des Krebses. Ich glaube, wenn man Krebs systemisch versteht, dann weiß jeder, dass der Krebs nicht dadurch besiegt wird, indem man denn den Tumor, sprich Herr Familie Rothschild oder wen auch immer, entfernt, oder indem man das System, Arbeitslosensystem, indem man dann die Hartz-IV-Leute entfernt, dass damit das Problem gelöst sei. Und diese Unterstellung, das halte ich wiederum sozusagen als Verständnis für sehr schwierig. Ich verstehe Krebs als systemische Erkrankung, nämlich die einzelnen Faktoren, viele Faktoren in der Gesellschaft, durch alle Lebensbereiche, die wir haben, ist systemisch erkrankt und dadurch wird erst Krebs möglich, dadurch wird erst eine Fäd möglich, beziehungsweise entsteht als Struktur. Und ich bitte doch wirklich einfach, diesen Unterschied zu sehen und diese moralische Wertung, die dann daran hängt, beziehungsweise diese Unterstellung, dass daraus der Kurzschluss geleitet werden könnte, man müsste die Leute nur entfernen. Das ist, also das habe ich nirgendwo gehört und habe auch bei tiefergehender Recherche, und Herr Ostertag, ich weiß nicht, wie viele Stunden Sie sich, wenn Sie noch nicht mal da waren, damit beschäftigt haben. Also ich kann von mir behaupten, ich habe mich mindestens 20 Stunden tiefergehend mit Recherche auseinandergesetzt und habe dort diese Vorwürfe nicht vorgelegt. Ich möchte trotzdem auch, wenn es jetzt ein bisschen länger wird, nochmal kurz auf die einzelnen Vorwürfe eingehen, weil ich anhand wirklich der einzelnen Vorwürfe nochmal systemisch erklären wird, wie eben mit Medien und mit Worten so nonchalant umgegangen wird und ein Klima erzeugt wird, das Sie ja zu Recht auch kritisieren und was auch ein ganz großer Anlass für mich ist. Da möchte ich einfach mal die Punkte nennen. Also dem Herrn Mehrholz wird ja vorgeworfen, er hätte diesen NPD-Link geteilt. Das ist wohl auch richtig. Das muss man sich einfach mal fragen. Ein Laie, der keine Presseabteilung... Das wurde ihm hier doch gar nicht vorgeworfen. Ich meine, hat das jetzt diese Diskussion inhaltlich noch was mit der Diskussion zu tun oder wird hier parallel jetzt eine andere Diskussion aufgesetzt auf diesem... hat damit, sorry, nichts zu tun, was hier gelaufen ist. Ich mische mich ungern ein. Ja? Ich komme jetzt mal Ja, das Publikum ist ja auch schon teilweise aufgeregt, vielleicht über die Art und Weise, wie insgesamt hier vorgegangen wird. Also ich persönlich habe im Vorfeld auch gedacht, oh Gott, was wird das für eine Sendung werden? Ich selber war auch schon auf diesen Montagsdemos, habe einen ganz anderen Eindruck, einen sehr positiven Eindruck. Also ich muss sagen, hier wird so gegeneinander aufgespielt. Also es verbindet uns tatsächlich eigentlich mehr als uns trennt, gerade wenn man als Friedensaktivist herkommt. Ich bin selber zum Beispiel auch dort gewesen, habe von Wolfgang Borchert das Gedicht gesagt, dann gibt es nur eins, sag nein. Und sehe da sehr viele Parallelen zu dem Menschen, der die Auslandseinsätze erlebt hat und Ex-Soldat ist. Und ich denke eigentlich, wir sollten auf sowas gucken, was uns verbindet, wie wir gemeinsam für Frieden, zum Frieden kommen. Und vielleicht, wenn wir Worte benutzen, nicht Wortpolizei füreinander spielen, sondern uns helfen, weil wir eigentlich ein gleiches Anliegen haben. Wir finden die Bilder alle gut, die er gebracht hat, die der Maurice gebracht hat. Ich bin auch sehr begeistert von diesem Manifest, auch wenn es sehr, sehr lang ist. Aber es bringt doch jetzt nichts zu sagen, er hat jetzt nicht die Lösung alle aufgezeigt. Er hat aufgerufen zum Weiterlösungen finden und da sind wir jetzt gefordert, wir alle selbst. So, der Nächste gleich. Ja, ich wollte nur zur Diskussion selber was sagen. Hier wird so getan, als ob hier aus dem Kreis irgendjemand den Vorwurf gemacht hat an Lars Mehrholz. Das wird hier reingebracht und im Prinzip in diese Veranstaltung reingebracht. Und das halte ich erstmal so per se für Propaganda. Ich persönlich halte das für eine Propaganda. Und ich weiß nicht, was das hier soll, weil wir waren gerade auf einem ganz anderen Niveau und plötzlich sind wir hier bei Lars Mehrholz und in Rechtfertigungsschleifen, die mit der jetzigen Diskussion nichts zu tun haben. So als, und noch eine kleine Anmerkung auch zu diesem Manifest. Ich halte es für sehr gefährlich, Menschen so voll zu schwurbeln, ja, und ihnen keine Lösungswege anzubieten und so zu tun, als ob niemand da ist, der sich um diese Probleme kümmert. Die Querverweise auf bereits bestehende Initiativen, die fehlen völlig. Warum fehlen die?
Leisten die keine gute Arbeit? Sind das alles linksautonome Spinner oder was weiß ich nicht? Also das fehlt irgendwie völlig, sich dahinzustellen, zu sagen, die Welt ist schlecht und dies und das und jenes, aber nicht zu sagen, Leute, es gibt genügend Initiativen, die sich auseinandersetzen für Frieden, gegen Atomkraft, gegen Atomwaffen. Es gibt nichts, wogegen es keine Initiative geht, und da wird so getan, als ob man ja in einer Welt von Schafen lebt. Sorry. Noch eine Wortmeldung? Ja. Ja, es ist ja lustig, dass wir als Publikum jetzt hier auch mal ganz viel Raum einnehmen. Also nochmal, Frigga Wendt hier, ich habe eben vorhin schon kurz was gesagt. Ich finde den Einwand ganz wunderbar, den der Mann eben gebracht hat hier. Ich weiß den Namen zwar nicht. Der Jörg. Genau deswegen haben wir dieses Manifest, das ist nicht für die Montagsdemo geschrieben worden von Maurice, das ist schon fast ein Jahr vorher geschrieben worden, anlässlich einer Eingliederungsvereinbarungsverbrennung von Ralf Böß, der sich mit dem Hartz-IV-System angelegt hat. Und es bezog sich eben tatsächlich mal darum, dass wir auch eine große Klammer finden, unter der wir viele Menschen finden, die was ändern wollen im System, und die Nein sagen, die Kraft des Nein-Sagens nicht mitzumachen. Und es gibt total viele Dinge, lieber Jörg, die wir als Menschen ändern wollen, und die verlinken wir auf einer Website, ilovemenschenrechte.de, i-love-menschenrechte.de. Und da wird immer mehr eingepflegt, was sozusagen einerseits die Problematiken sind, was aber auch die Lösungen sind und wo man sich schon engagieren kann. Und es ist noch nicht viel drauf, es ist sehr, sehr unverständlich, aber wir arbeiten eben dran. Und es gibt so viele Seiten, sage ich mal, die das schon machen. Und niemand hier ist irgendwie gegen die Antifa oder sowas oder gegen Leute, die sich gegen den Krieg einsetzen. Also das wird hier ein bisschen verdreht, finde ich gerade. In einem anderen Kontext hättet ihr das anders empfunden. Ja. Ja, also das zeigt eigentlich das Problem der Montagsdemos, wie sie derzeit stattfinden, auf. Es sind unheimlich viele Themen im Raum, zu denen sich unheimlich viele Initiativen sehr ehrlich einsetzen und die über Jahre ganz viel Engagement zeigen. Der Termin Montagsdemo für den Frieden ist seit Jahren hier in Berlin durch eine Gruppe besetzt, die da in einer Stärke von 5, 10, 12 Leuten aktiv gewesen ist. Das findet schon seit mehreren Jahren statt, die genaue Zahl weiß ich nicht. Die haben sich aber sehr ehrlich mit dem Thema befasst, und was sich derzeit in dieser Tendenz, seitdem die Montagsdemos so groß geworden sind, sehe, das ist für mich im Prinzip ein Werbeprospekt. Ein Werbeprospekt, in dem etwas angekündigt wird. Angekündigt wird, es geht um Friedensdemo. Die Leute kommen hin, dann findet auch eine Demo statt, aber sie gehen eigentlich ohne konkrete Handlungsanweisung wieder weg. Und das ist so, als wenn ich in den Supermarkt komme, das erwarte, was in dem Prospekt drin ist, und die Regale sind leer. Derzeit wird wenig zum Handeln aufgefordert, es wird wenig auf Initiativen hingewiesen, was man denn tun kann. Und es gibt nicht von allen, ganz klar, weil auch wirklich ehrliche Leute, das unterstelle ich niemandem, dass die da einfach nur zum Propagieren hingehen. Da sind wirklich Leute dabei, die ihre ehrliche Arbeit präsentieren. Aber wenn wir wirklich nur auf Bestätigung von Frust herumreiten, anstatt zu sagen, liebe Leute, dann geht auch wählen. Nur durch das Bestätigen des Frustes, nur durch die Verstärkung im Endeffekt des sich ungerecht behandelt Fühlens, aktivieren wir niemanden dazu, sich positiv im System einzubringen und den Politikern Handeln abzuverlangen, was dann auch zu einer Veränderung in der Gesellschaft führt und was sie dazu bringt, wieder im Sinne der Gesellschaft zu handeln. Olaf, du hast da auch noch was? Ja, ich wollte ganz gerne reagieren auf diese Geschichte mit der politischen Polizei bzw. Sprachpolizei, dass man sich quasi nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen soll, aber gerade die Sprache, die auch in diesem Manifest verwendet wird, man kann mal so exemplarisch dieselbe Aussage in zwei verschiedene Sätze gießen. Man kann sagen, die da stecken doch alle unter einer Decke, also die da oben beispielsweise. Man könnte aber auch sagen, die treffen sich alle auf denselben Kongressen. Weil es ist nämlich so, dass das alles vor der Öffentlichkeit stattfindet und durchaus so geheim nicht ist, wie es in so einem Manifest beispielsweise, aber auch in vielen anderen Texten dargestellt wird. Es wird so dargestellt, als ob das quasi eine unter der Decke gehaltene Verschwörung ist und dass wir alle nicht wüssten oder wissen könnten, nach welchen Maßgaben das geht. Aber wenn man jetzt beispielsweise, doch, so steht es da drin, wenn man jetzt beispielsweise genau zuhört, was die Politikerin Angela Merkel sagte,
die dann nämlich vor der Presse gesagt hat, also gucken Sie sich mal an, dass Europa nur 25% der Weltwirtschaftsleistung erbringt, aber 50% der Sozialausgaben tätigt. Dann kann man da genau zuhören und genau verstehen, was sie sagt, weil sie sagt, es muss auf jeden Fall, die Sozialausgaben in Europa müssen auf das Niveau der Wirtschaftsleistung sinken. Das heißt also, alle Sozialausgaben komplett in Europa um die Hälfte gekürzt werden. Das ist nicht etwa so, weil dir das eingefallen ist oder weil das eventuell ein sinistrer Plan ist, sondern weil tatsächlich dahinter die systemische Überlegung steht, dass das gesamte Wirtschaftssystem voranbringen würde. Das ist natürlich ein totaler Irrtum. Aber dieser Irrtum entsteht nicht einfach so oder den hat nicht mal eine Person, sondern dieser Irrtum wird tatsächlich in vielen, vielen Kongressen weitergetragen und durch Selbstbestätigung erzeugt das eine Spirale, so wie wir ja hier auch in Runden sitzen, wo wir uns unsere Meinung jeweils erzählen und uns im Zweifelsfall selbst bestätigen und dann bestärkt sind in unserer Meinung. Was also bedeutet, diese Grundannahme ist falsch, die wird aber weitergetragen und die ist nicht geheim, die ist überall öffentlich und deswegen ist also diese Vorstellung, das haben wir vorher nicht wissen können und es geht uns jetzt erstmal ein Licht auf, es fällt uns wie Schuppen von den Augen, das ist schon zumindest aus meiner Sicht sehr merkwürdig, weil es ist da nichts Geheimes dran gewesen die letzten 30 Jahre. Wir machen jetzt eine Musik und kommen danach wieder in die Diskussion.